In diesem Video möchte ich euch den Boot-Pileup-Glitch zeigen und bevor hier jemand was schreibt, dass es nicht geht, Leute, das Ganze funktioniert und ich zeige euch jetzt, wie ihr das macht. Ihr müsst als allererstes hier dieses Metzel Macchiato Perk kaufen, damit ihr Herz zuschlägt. Danach, wenn ihr hier unten seid im Labor, habt ihr schon ein Boot hier. Ihr steigt auf das Boot, fahrt dieses hier zur Seite, also dieses Boot, was hier schon von Anfang an ist, das fahrt ihr zur Seite. Danach könnt ihr hier ein zweites Boot kaufen. Kauft euch das zweite Boot, Leute. Steigt auf das Boot ein, fahrt dieses weg. Auf das alte Boot, Leute, also das Boot, was zuerst dort stand, schießt sie so ein bisschen drauf, dass es so anfängt so ein bisschen zu rauchen. Also ihr beschädigt es nur, aber jagt es nicht in die Luft. Wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr das zweite Boot, was ihr jetzt im Nachhinein gekauft habt, komplett kaputt schießen. Also ihr müsst es komplett zerstören, Leute. Könnt ihr schießen, schlagen, wie auch immer ihr machen wollt. Und wenn ihr das Fahrzeug zum Explodieren gebracht habt, dann geht ihr wieder zu diesem alten Boot, also das Boot, was von Anfang an hier in der Runde stand, was wir so ein bisschen angeschossen haben. Und damit können wir jetzt einfach hier hochfahren. Fahrt einfach hier gegen und irgendwann landet ihr oben, Leute. Und wenn ihr dann oben gelandet seid, dann könnt ihr mit euren Fäusten das Boot wieder in die richtige Ecke schlagen. Das Ganze ist ein bisschen knifflig, aber wenn ihr das richtig macht, Leute, macht es am besten so wie ich und schlagt es hier vor diese Munibox, sodass ihr dahinter noch so einen kleinen Spalt habt, wo ihr hingehen könnt. Lasst dafür am besten ein Zombie am Leben oder einen Kumpel, der euch einen Zombie hält. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, Leute, werden die Zombies jetzt alle vor euch spawnen und ihr könnt wie gewohnt wieder auf Headshots oder High Rounds gehen. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das jetzt an dieser Stelle ändern und ein kostenloses Abo da lassen, damit man in Zukunft immer auf dem neuesten Stand bleibt und nichts mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.